das so nennen kann, weil es ist wirklich nur darauf achten, wie atme ich überhaupt. Also Bauchatmung wäre gut, deswegen muss ich mir meinen Gürtel immer aufmachen. Nicht viele Leute über, das stimmt, das ist keine Action. Also ich habe hier jetzt nicht groß was anzusagen, was ihr unbedingt machen sollt. Ihr wisst die Intention, ne, dieser Flaschenarten, Baucharten, Brustkasten und sogar der obere Bereich langsam füllen und dann von oben, Mitte, unten wieder ausatmen, aber auch nichts forciert. Also ne, ihr könnt ab und zu ein bisschen mit dem Bauch rumspielen, aber nicht zu viel, macht da kein Problem. Einfach um zu spüren, wie fühlt sich denn das überhaupt an, wenn mein Bauch sich ausdehnt beim Atmen und sowas. Und das wirklich nur als Intention zu behalten, also zu sagen, dieser Flaschenatem, ich weiß, der Bauch sollte rauskommen, das Brustkasten sollte sich ausdehnen und ein bisschen easy, locker hier oben auch einatmen und dann beim Ausatmen wieder andersrum, das weiß ich. Und dann darauf zu achten, was passiert bei mir. Und dann gibt es eben diese kleinen Aha-Effekte, wo man sagt, oh, das könnte es gewesen sein, das könnte jetzt mein Bauchatmen gewesen sein. Und diese Momente quasi festzustellen, das ist wichtig. Das ist der Weg zum Lernen, also immer mehr mitzukriegen, wie fühlt sich das an, wenn es so in diese Richtung geht. Ohne Forciertheit. Drei vollständige Atemzüge, Atemzyklen. Und dann das Qi einsammeln, umsitzen.
kommt die Frage, wie fühle ich mich jetzt, wieder ohne Geschichte. Session.